Hallo Leute, Super Mario Luffy hier und heute melde ich mich zurück mit einem neuen Division Video. Diesmal kein Gameplay, diesmal gibt es mal wieder eine Information, die ich mit euch teilen will. Und diese Information geht um die Shields. Die Shields finden jedes Monat statt und ihr könnt da gewisse Ausrüstungsgegenstände, Emojis für Division 2 freischalten, wie ihr wisst. Diese finden jedes Monat statt und ihr müsst jedes Monat verschiedenste Aufträge erledigen, um diese zu meistern. So, warum erzähle ich euch das? Und zwar erzähle ich euch das, weil im Jänner ein Shield stattfindet, das nennt sich Marshall. In den Shield Marshall müsst ihr alle exotischen Ausrüstungsgegenstände und Waffen einsammeln. So, damit ihr das nicht jetzt im Jänner anfangt, alles zu sammeln, habe ich das Video gemacht, denn ich sammle auch schon fleißig alle exotischen Gegenstände, weil ich weiß, es herrscht Platzmangel. Ich habe sehr viele exotischen Gegenstände dann auch wieder verkauft oder zerlegt und muss sie deswegen jetzt wieder neu sammeln. Und deswegen fange ich jetzt schon an, weil im Jänner dann alles zusammenbekommen. Jetzt kann man gemütlich farmen, auch für die meisten Spieler, die jetzt nicht mehr regelmäßig spielen oder nur hier und da reinschauen bei Division 1 mehr. Behaltet euch die exotischen Gegenstände auf, schreibt euch auf, was ihr habt, welche Waffen ihr habt. Ihr braucht alle, damit ihr da auch die letzten Sheets hier erledigen könnt. Ja, das war mein Video. Ich hoffe, es war hilfreich für euch und hat euch geholfen. Ein paar wussten das sicher schon, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Deswegen das Video. Jo, das war's jetzt von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, ein Like und ein Follow da lassen. Es kommen jetzt wieder neue Videos, überhaupt dann, wenn Division 2 rauskommt. Jo, bis dahin, viel Spaß noch und ciao, ciao.